Ja, schön, dass Sie dabei sind. Heute fast eine reine Männerrunde, aber trotzdem eine Stunde lang Stäbchen. Herzlich willkommen bei der 5-Euro-Megashow. Und wir sind, ich kann Sie beruhigen, nicht eine reine Männerrunde. Diana ist auch dabei. Eine Stunde lang alle Produkte, die jetzt kommen, für Sie, für diese Sendung, auf 5 Euro runter reduziert. Und wir alle drei wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber ich würde sagen, wir drücken gleich mal den Buzzer, dann wissen wir's. Chaka, Diana hat wieder das Zepter in der Hand heute. Mit einem suffisanten Lächeln kommt sie. Hallo Diana, schön, dass du dabei bist. Hallo Diana. Dankeschön, vielen Dank. Hallo Inge. Hallo Diana. So. Carsten hat die Ehre. Oh ja, oh, guck mal hier. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Das sind diese LED-Schreibtischlampen und die sind wirklich wunderschön. Warte, ich gebe sie dir mal so rüber. Vorsicht, Kabel dran. Brauchst du eigentlich und dann gar nicht. Wir sie, nee, die ist akkubetrieben, meine ich Richtig. Doch, oder? Ja. Es ist eine Schwanenhals-Schreibtischlampe mit einem 3 Watt COB LED mit Akku und sie wird per USB wahrscheinlich, du musst geladen. Anmachen. Hm? Ach so, das macht natürlich Sinn, wenn man sie einschaltet, das ist richtig. Ja. Diese Männer. Du musst sie anmachen, Carsten, dann geht sie auch. Wo mache ich sie denn an? Und da sehen wir es, Dianas leuchtet stromfrei, also da ist noch der Akku. Also Schreibtisch steht hier, aber ich kann mir das auch gut als Leselampe im Bett vorstellen. Ja, oder als Tastaturbeleuchtung für den Akku. Liest du nachts im Bett, Diana? Ja, klar. Und natürlich, das sehr, sehr. Ich habe diese Lampe übrigens. Aha. Ich nutze das für Maniküre. Ah. Das ist sehr, sehr gutes Licht und du kannst immer das bewegen. Du stellst diese Lampe, wie du möchtest. Also das ist sehr, sehr praktisch. Für 5 Euro auch. Also für Maniküre heißt Fingernägel schön lackieren, feilen, dass man es auch richtig sieht. Ja. Ich glaube, in so professionellen Studios, die haben ja auch so extra Beleuchtung, damit sie alles sehen. Also auch das natürlich eine tolle Anwendung. Und schön ist das, was eben kabellos betreiben, wenn sie es wollen, mit Akku so viel betrieben. Arbeit. Ich finde das klasse für 5 Euro, da kann man ja gar nichts falsch machen. Aber als Leselampe hast du auch völlig recht. Ich habe eine vergleichbare Lampe, nicht diese, aber eine ähnliche, mit einer ähnlichen Leuchtstärke. Oh, wunderbar. Der Mutter meiner Freundin mal mitgebracht, als Leselampe fürs Bett für die Nacht. Die sagte auch mal, diese normale Deckenbeleuchtung oder die kleine Funzel, die da neben dem Bett steht, hat ihr nie gereicht. Die dreht sich ganz einfach etwas auf und hat damit das perfekte Leselicht. Ich find's toll, wie du gesagt hast, für Tastatur, weil meistens kommt das Licht ja von oben und wenn man dann tippt oder so, dann wirft man seinen eigenen Schatten auf die Lampe. Die ist eben flexibel einsetzbar, dass man da eben die einstellen kann, wie man will, dass alles genau perfekt geleuchtet ist. Ich habe hier noch eine tolle Zuschrift von Kerstin aus Kirchheim. Sie schreibt uns, ich habe schon 8 Lampen gekauft und ich verschenke sie als Geschenke zum Beispiel an meine Ärztefreunde oder als Gastgeschenk. Die Begeisterung war teilweise so groß, dass ich nachordern musste. Kein Wunder bei dieser günstigen, tollen Lampe. Die Bestellnummer ist die NC5829 und die 569. Wir kommen hier von der unverbindlichen Preisempfehlung von 30 Euro. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, mal in einem Wohnwagen oder Wohnmobil als Zusatzbeleuchtung. Da meine ich auch immer an den falschen Stellen das Licht. Ja. Wir sind 3 Stufen dimmbar, das heißt, du kannst optimal an deine Anforderungen eben anpassen und eben so flexibel mit diesem Schwanenhals, dass man es also wirklich genau darauf setzen kann, was beleuchtet werden muss. Ob das eine Tastatur, ihre Nägel oder nachts mal ein Buch lesen noch im Bett. Fantastisch und eben mobil, weil sie keine Kabel braucht. Sie ist akkubetrieben. Unsere tolle LED-Lampe mit Schwanenhals ist das. Ein schönes toller Modell. Start. Ne? Und bis zu 5-mal können Sie zugreifen, liebe Zuschauer. Bei jedem einzelnen Artikel, es sei denn, wir sagen Ihnen etwas anderes, wenn ein Preisalarm dabei ist, dann nur einmal, aber normal bei jedem Artikel bis zu 5-mal pro Besteller. Trau dich ruhig. Ja. Gib's ihm. So. Zum Schluss haben wir sogar einen Artikel, der nur halb von 5 Euro kostet. Ne? Ja, nur halb von 5 Euro. Das sind 2,50 Euro. Mathe ist das. Ganz einfache Mathematik, Carsten. Habe ich nach 2 Defiziten in der 11. Klasse abgedeckt. Deswegen ein richtig mechanischer Wecker. Oh, der ist aber schön. Und der ist bildschön. Ein Glockenwecker. Ein nostalgischer Retro-Glockenwecker, allerdings mit einem Quarzlaufwerk. Das heißt, der geht präzise, hat aber die richtig schöne
Retro-Optik. Ich hoffe, lass ihn ruhig mit verbimmeln. Licht ich finde das immer auch sehr schön. Das ist ein ganz anderer Klang als das. Ja. Oh, ja, ja, ja. Da wird man wach. Das ist Retro. Das ist Retro pur. Das wäre auch für mich jetzt eine schöne Geschenkidee an ausgemachte Langschläfer oder Morgenmuffel. Ja, wo man weiß, die kommen schwer aus dem Bett. Ich glaube, der Ton, der macht dich wieder wach, oder? Ja, das ist so der Klassiker. Das ist der richtige Klassiker. Natürlich deckt sämtliche Frequenzen ab. Und gucken Sie mal, wie schick der ist hier, der mit dieser Chromoptik. Die ist richtig, richtig schick. Sieht fantastisch aus. Also ich kenne ein paar Personen, ich möchte es keinen Namen nennen, bei uns in der Redaktion, die sind unglaubliche Langschläfer. Die kriegst du fast nicht wach. Da wäre so ein Wecker, glaube ich, Gold wert. Den musst du dann nur 2 Meter vom Bett wegstellen, ja. Dass man aufstehen muss, um ihn auszuschalten. Aber für eine tolle Geschenkidee, finde ich. Aber auch selber. Retro ist ja komplett wieder in. Ja. Ja, immer mehr haben topmoderne Einrichtungen, aber so ein paar Retro-Elemente, das passt dann perfekt. Ich finde das schön, gerade wenn man etwas moderner eingerichtet ist und dann hier und da mal das ein oder andere Retro-Objekt mit rein. Das ist so ein bisschen Stilmix, der mir immer sehr, sehr gut gefällt. Voll verchromtes Metallgehäuse natürlich, präzises Quarzlaufwerk, sekundengenau. Dieses klassische Glockenläutwerk haben wir hier. Und die Nadja aus Karlsruhe schreibt uns, wecken Sie damit Ihr Kind für die Schule. Es klingelt sehr laut. Damit wird Ihr Kind wach. Ja, meine Mutter hatte früher auch ihre liebe Note in mir. Ja, bist du Morgenmuffel oder Schnellaufsteher? Muffel, ja. Muffel, also. Muffel. Also, da ist auch für dich der Wecker mit Sicherheit genau richtig. Diana ist gefährlich vor dem ersten Kaffee. So, der Konstantin aus Wuppertal schreibt uns noch eine tolle Idee, insbesondere für Menschen, die sich mit den Einstellungen an den heutigen Digitaluhren schwer tun. Hinzu kommt, dass dieser Wecker auch für Menschen geeignet ist, die schlecht oder schwer hören und das Piepsen eines Digitalweckers überhören würden. Genauso ist es mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich mein Handy zu leise eingestellt habe und habe es morgens gar nicht gehört. Das kannst du nicht überhören. SD4444. Und bitte die 569 nicht vergessen bei all Ihren Bestellungen hier bei Pearl TV. Denn dann wissen die Kollegen im Service Center, dass Sie den günstigen Pearl TV Sonderpreis bekommen. In diesem Fall gerade mal 5 Euro. SD4444 und die 569. Würde ich ein wunderschöner Wecker für zu Hause, aber definitiv auch mal eine schöne Geschenkidee. Ich glaube, da freut sich jeder drüber, oder? UVP liegt da bei 20 Euro übrigens. Und das ist das, was man, den musst du erst mal finden, so ein Wecker. Früher hat man immer boshaft Beamtenwecker dazu gesagt. Die haben den eingestellt, damit sie die Mittagspause nicht verschlafen. Nein, natürlich war ein Scherz. Beamter aber arbeiten genauso hart wie alle anderen. Und ihr arbeitet es auch hart, indem ihr den Buzzer drückt, bitte. Zacka. Ich kenne Beamten-Dreikampf. Das ist ein Beamten-Dreikampf. Nicken noch ein Abheft. Ich bin ein Beamter hier. Jetzt musst du nur einer, sind wir komplett unten durch. Ich kann keinen Beamten. Aber so böse, wie es klingt, ist es gar nicht gemeint. Das kennen Sie von uns. Gib mal bitte weiter. Oh, wie schön. Ist das diese LCD-Schreibtafel? Das genau. Ist cool. LCD-Schreibtafel. Die ist richtig cool. Sieht aus wie ein Tablet, aber hat eine Malfunktion, auf der Sie also schreiben können. Ist elektronisch. Und wenn Sie genug geschrieben haben und das nächste Bild anfangen wollen, drücken Sie einfach einen Knopf, schon ist alles weg und Sie können wieder von vorne malen. Die kommt mit dem Stift. Ich finde das riesig als Unterhaltung für Kinder, wenn man auf Reisen geht. Sieht aus wie ein Tablet, ist schon mal interessant für die natürlich. Ja. Und dann können die eben kreativ sein und nicht sich bedudeln lassen oder an der Daddelkiste sitzen. Hier kann man richtig kreativ sein oder für Notizen, so einen Einkaufszettel einfach mal aufschreiben, was man mitnehmen will. Und dann, wenn man durch ist, kann man den Knopf drücken. Die einen kann man, glaube ich, wie oft bis zu 100.000 Mal mit einer Batterieladung. Und dann können Sie einfach wieder die nächste Batterie rein und haben wieder 100.000 Löschungen. Toll. Das ist großartig. Und das ist halt dieses Display, was eben keinen Strom braucht. Das ist dieses Paper-Ink-Display. Schauen wir mal auf pearl.de, was denn der reguläre Preis ist. Und da sehen wir knapp 13 Euro. Und ich kann Ihnen sagen, nochmal ein Highlight bei Kindern. Lange Autofahrten malen lassen. Den macht das Spaß. Dann auch Restaurantbesuch, was ja jetzt Gott sei Dank wieder möglich ist. Ja? Sie wissen, Pommes und Soße oder Ketchup ist schnell aufgegessen. Mir ist langweilig. Legen Sie in dieses Tablet hin malen und auch zu Hause. Ich kann das jetzt wirklich sagen, es funktioniert, weil ich habe mittlerweile 4 Enkel und alle 4 haben eine solche Maltafel und allen macht es riesig Spaß. Ja, auch zum Schulanfang, um Schreiben zu üben jetzt, ne? Da brauchst du keine Zettel und das macht richtig Spaß, weil es elektronisch ist. Boah, was hast du denn da? Uns gezeichnet. Oh, du hast uns gemalt. Bitte nicht löschen, das müssen wir noch abfotografieren. Pearl-Familie. Pearl-Familie, genau. Das ist ja Sie müssen toll. Nicht unbedingt die Pearl-Familie gezeichnen, aber mit Sicherheit finden Sie tolle Sachen. Notizzettel, To-Do-Liste, Einkaufsliste und das Ganze papierlos. Und man sollte ja sowieso auf zu viel Papierverbrauch achten, dass man eben nicht zu viel verbraucht. Ja. Und damit kann man das schon erheblich reduzieren. Also, schöner Artikel für gerade mal 5 Euro.
gerade mal 5 Euro für unsere LCD-Schreibtafel. Hat übrigens 10 Zoll im Durchmesser. NC7487569 ist die Bestellnummer. Können Sie gerne mehrfach zugreifen. NC7487569 für unsere LCD-Schreibtafel. Ein Riesenspaß für groß und klein und super nützlich, weil man kein Papier braucht. Ja, sehr, sehr schön. 100.000 Mal kann man da was draufschreiben. Überleg dir das mal, ja? Was du da für Papier verschwenden würdest. Die 100.000 Blätter, überleg, das ist 4-5 Telefonbücher, ja, ne? Ja. Wenn du damit hinkommst. Dankeschön. So, vielen Dank. Bitte vielen Dank, Diana. So. Immer gerne. Ja, was ist das denn? Was ist das denn? Ach, das ist so ein Fusselrasierer, kann das sein? Richtig, ja. Und zwar Akkubetrieb, also keine Batterien, sondern immer wieder aufladbar. Und es ist wirklich ein Akku-Fusselrasierer mit Metallblusengitter. Weiß-lila ist die Farbe, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass du damit gerade Vlies oder auch Wollpullover oder andere Anziehsachen wieder neu machen kannst. Ja. Ich glaube, jeder kennt das schon mal, dass eben Wollsachen irgendwann mal sehr benutzt aussehen und da einfach mal drüber wischen. Übrigens, eifrige Anruferin, die Karin, sie hat schon zweimal zugegriffen, unter anderem die Lampe und den Wecker, und sie macht es richtig. Boah. Machen Sie es auch so, wenn Ihnen was gefällt, sofort anrufen. All Ihre Bestellungen werden gesammelt, Sie zahlen maximal einmal Porto und Versand. Aber das hier, ich glaube, jeder hat so einen Lieblingsmantel, Lieblingspulli, Lieblingsschal, der einfach im Laufe der Zeit so ein bisschen geschunden aussieht. Das ist so, ich habe so einen schönen beigefarbenen Schal, den habe ich seit vielen, vielen Jahren und ich verehre ihn, ich liebe ihn, aber irgendwann kommen diese Knötchen, diese Rollfäden ganz einfach raus. Die kannst du nicht wirklich wegzupfen, die kommen irgendwie immer wieder, deswegen rasiere sie ganz einfach weg und bewahre dir dieses wunderschöne Kleidungsstück. Bei Pullovern zum Beispiel auch, echte Wolle ist immer so ein bisschen mit Fusseln besetzt, damit kann man es hervorragend wegsaugen. Ist ein Klassiker, muss man ganz klar sagen, aber ein Klassiker, der normalerweise für 5 Euro undenkbar wäre. Jetzt kriege ich den hier mal in der 5 Euro. Nee, gerade jetzt kommt der Winter wieder, dann kann man wieder Pullover tragen. Und ich habe mir so ein Ding letztes Jahr im Drogeriemarkt gekauft, da war der schon im Angebot für 15 Euro. Ja. Ich dachte, boah, was für ein Deal. Ne? Und die funktionieren toll. Aber wenn man bedenkt, was Kleidungsstücke kosten, das ist die Investition von 5 Euro, also mit Sicherheit sehr, sehr günstig. Einen Kundenbeitrag möchte ich Ihnen vorlesen von Jolene. Mein Schal sah schon aus wie ein Flocati. Nun ist er geheilt und ich trage ihn wieder gern. Und Erika aus Wolfenbüttel schreibt uns, es ist ein Fusselrasierer, der selbst empfindliche Fasern sauber trennt. Ich nutze ihn primär für den Memory-Schaumtopper meines Boxspringbettes, da es nach jedem Lakenwechsel übelste Fusselwulste ansammelt. Also auch da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber ich glaube, das hat auch jeder schon mal gesehen. Das ist ein guter Tipp. Ja, diese Memory-Foam-Geschichte, das stimmt wirklich. Die fusseln wirklich ganz gerne. Also da kann man natürlich auch mal drüber gehen. Es gibt viele Anwendungsbereiche, weil das Gerät schonend arbeitet. Also die Oberfläche wegnimmt, ist das, was da eigentlich nicht hingehört. Und eben das Material an sich nicht angreifen. So ein Lieblingspulli, gerade so aus Kaschmir oder was, da kann man auch sehr viel Geld für bezahlen. Und wenn man den entsprechend pflegen kann mit so einem doch relativ überschaubaren finanziellen Einsatz, macht man damit definitiv nichts falsch. Auch hier können Sie gerne bis zu 5-mal pro Person zugreifen. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer NX8609 und die 569. Und weiter geht's in der Schnäppchenjagd. Und ganz am Ende der Sendung, das hat uns ein Mäuschen geflüstert, haben wir ein Produkt, was nochmal halbiert ist, was also halbe 5 Euro kostet. Es lohnt sich also, bis zum Ende dabei zu bleiben. So, was haben wir? Jetzt bin ich mal gespannt. Boah. Timo schaut noch skeptisch. Boah. Schon wieder Boah. Boah. Eine Steckdose mit einem 360 Grad drehbaren Doppel-USB-Netzteil. Wie darf ich das verstehen? Du hast hier eine, das steckst in die Steckdose, ganz normal. Ja. Wie jede normale Steckdose. So, jetzt hast du hier weiterhin deine Steckdose verfügbar. Das heißt, du belegst keine. Super. Und hast hier unten noch ein Doppelladegerät für USB-Geräte. Klar. Und wenn es nicht passt, ich halte hier den Stecker hinten mal fest, kannst du es sogar noch in die Richtung drehen. Ja, es gibt vertikal und horizontal eingebaute Steckdosen. Also mal liegen die Pole quer, mal von oben nach unten. Ja. Und ganz egal, wie es ist, du kannst es so hindrehen, dass es eben für dich passt. Ja. Und dass du dann die Steckdose hast und die zwei USB-Steckplätze. Das ist natürlich toll, weil es gibt ja überall so eine Lieblingssteckdose. Da steckt Mama den Staubsauger ein, aber die anderen wollen da ihr Handy laden. Ja. Und jetzt kannst du beides machen. Handys laden und Staubsauger, das ist nur ein Beispiel, einstecken. Ich finde sowas auch toll. Ich habe so eine Mehrfachlösung bei mir im Schlafzimmer, weil ich habe im Schlafzimmer neben Bett zwei Steckdosen. Mhm. Nachttischlampe, ich habe so einen alten Radiowecker noch. Ja? Mhm. So, jetzt will ich aber mein Handy noch laden. Wo mache ich das? Ja. Hiermit geht es. Ja? Also auch das Problem gelöst. Das ist clever. Von über 90% der Käufe übrigens als sehr innovativ empfunden, steht hier noch. Und der Heiko aus Friedrichshafen schreibt uns,
Ich nutze die Steckdose im Keller, um über USB am Kellerregal eine LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder zu versorgen, anstatt des Batteriefachs. Macht natürlich Sinn, die Steckdose bleibt trotzdem weiterhin frei für andere Geräte. Trotzdem hast du hier eben den USB-Steckplatz, um dieses, in seinem Fall hier, das Kellerregal mit der LED-Lichtleiste mit Strom zu versorgen. Ja, ja, es gibt eben nicht nur zum Laden, du kannst es ja auch, es gibt ja immer mehr Geräte, die USB als Stromquelle benutzen, wie so eine LED-Lichterleiste. Ja, ja, ja. Ob das jetzt eine Lampe, unsere Lampe war ja auch mit USB. Zum Aufladen, ja, ja. Der USB, ja, richtig. Ja, war doch, es gibt viel mehr Geräte dafür. Ich finde es sowas ausgesprochen praktisch, wenn es wenig Steckdosen gibt, aber viele USB-Geräte, die reingesteckt werden wollen. Zum Beispiel in der Bahn, in Hotelzimmern, bei uns zu Hause in der Küche natürlich, muss man auch sagen. Ja, ja. Weil Toaster, Kaffeemaschine, Mikrowelle und dann wird es auch schon eng. Ja, da kommt was zusammen. Ist übrigens auch mit Überspannungsschutz und Kindersicherung ausgestattet und kann hier ohne weiteres bis 3680 Watt belastet werden. Also der kleine Kamerad, der steckt schon ordentlich was weg, bis 16 Ampere. Ist die PX2381 und die 569, PX2381 und die 569. Und mir wäre es wichtig, an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, dass Sie gerne bei jedem einzelnen Artikel bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen können. Ist bei diesem Artikel definitiv sinnvoll, das nochmal zu erwähnen, denn viele werden da wahrscheinlich auch ein zweites oder ein drittes Mal zugreifen. So ein Artikel für 5 Euro ist meine echt richtige Ansage. Bassard, kommt, ich bin neugierig. Na gut, mach ich. Schlag auf Schlag geht hier weiter. Ich buzzer gleich den Preisalarm. Ich weiß, du machst immer den Preisalarm. Deswegen wollte ich, dass du jetzt mal buzzerst. Guten Tag. Ich fühle mich danke, das ist sehr aufmerksam. Das ist was zum Putzen. Das finde ich richtig cool. Jetzt muss ich nur noch schauen. Diana, ich darf dir mal was zuwerfen. Einmal, zwei, Achtung. Vorsicht, Stab. So. Und das zweite nehmen wir mal. Du hast aber einen tollen Fifi, hör mal. Das ist also schon mal... Fifi? Was ist Fifi? Fifi ist ein Hund. Der Name von einem Hund. Aber guck mal, der Karton passt genau zu unserem Fifi. Oh. Aber der Fifi kann unglaublich helfen. Habt ihr schon mal in einem Haus gewohnt mit unglaublich hohen Decken? Also Altbau häufig, ja, oder so lang. Natürlich auch im Hausgang. Ich hatte in Köln mal eine Galeriewohnung mit einer 6 Meter hohen Decke. Da bist du an die Ecken gar nicht dran gekommen. Da bin ich immer auf der Leiter geklettert und sehr halsbrecherisch habe ich dann die ganzen Fussel und so weiter aus den Ecken immer versucht rauszubekommen. Ist mir nur leidlich gelungen. Das ist ein Teleskop-Fifi sozusagen. Das heißt, der ist oben biegbar und in der Länge variabel. Wie lang kann der denn werden überhaupt? 2,80 Meter. Wie viel? 2,80 Meter. Jetzt habe ich mit Armlänge 2 Meter ungefähr. Und jetzt habe ich noch mal 2,80 Meter dazu. Ich komme fast auf 5 Meter nach oben, ja, um mal Staub zu wischen oder zu wedeln. Und er ist auch flexibel. Schauen Sie mal. Ich kann auch Oberkanten von Schränken oder so eben mal wischen und dann genau auf die Länge einstellen, die Sie brauchen. Oh ja. Ja, da oben ist schon lange nicht mehr sauber gemacht worden. Ja, da kommt keiner hin, ja? Wir ziehen dich beim nächsten Mal mit der Kugel nach oben. Kannst du die Kugel da oben mal sauber machen? Das ist der Wahnsinn. Also ich glaube, das ist gerade in Altbauten eine unglaubliche Erleichterung, weil man halt überall Staub hat und man muss dann eben nicht auf Leitern oder auf Hocker oder auf Stühle klettern. Und Sie sehen, wie flexibel das ist. Das wird einmal festgemacht. Entweder ganz normaler Staubweg oder süß. Wie heißt bis der kleine denn? 2,80 Meter Verlängerung. Guck mal, ist der süß. Guck mal. Oh, ganz hier, jung, ich habe einen ganz interessanten Kundenbeitrag noch von Sibylle aus Marienfeld. Ich nutze den Staubwedel auch gerne für Fußleisten. Geht schnell und ist rückenschonend. Ach so, das brauchst du nicht bitten. Nicht nur nach oben, das ist klar. Auch nach unten. Nicht nur nach oben, denken, eben auch nach unten. Übrigens, das ist der Purple Fuzzi. Ja? Oder Fifi. Purple Fifi. Aber ich finde so eine Haushaltshilfe natürlich unglaublich toll. Küche und Haushalt haben übrigens die Note 1,1 gegeben. Genial und günstig, die im Alltag praktischste Lösung, wie ihr Teleskop-Staubwedel von Sichler, müssen nicht immer die teuersten sein. Richtig. Und der Pearl.de-Preis ist schon sehr günstig. Sie sparen übrigens 80% zur UVP. Das heißt, der kostet normalerweise 25 Euro. Hier sehen wir noch mal ein paar Anwendungen. Die Bestellnummer dafür ist die NX9687569. Für unseren XXL-Staubwedel mit 2,80 Meter Länge. Für den Purple Fifi. Kommt jetzt der Preisalarm. Ich trau mich mal. Ja, mach du mal. Komm, mach doch mal. Ein Preisalarm versteckt sich ja immer. Ist er nicht. Dann machst du den nächsten und das ist dann bestimmt der Preisalarm. Das ist Intuition. Das ist so ein Bauchkribbel. Das hat man dann, wenn der Preisalarm kommt. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Das ist etwas, ja, hätte ich es doch gestern Abend im Staffel gehabt. Gestern Abend, du hast heute davon erzählt. Ich habe eben, ich glaube 2 Minuten vor der Sendung oder was, habe ich davon gesprochen, dass ich gestern also dann irgendwann mal ganz entspannt zu Bett gehen wollte. Ich war entsprechend müde.
Ja, und dachte mir so, jetzt legst du dich mal ganz entspannt hin, machst Licht aus und so weiter. Und war also gerade kurz davor, wie sie dieses Bauchkribbeln, wenn man so merkt, jetzt gleich ist es soweit, ich bin eingeschlafen. Und in dem Moment höre ich dieses... Ja. Direkt am Ohr, ich habe erstmal ganz gehörig eine Backpfeife verpasst. Erwischt habe ich das Vieh trotzdem nicht. Ich bin eine halbe Stunde mit der Handybeleuchtung bin ich durchs Schlafzimmer gelaufen. Die haben frisch gestrichen, alles weiß. Ich hätte sie sehen müssen. Ich habe sie gejagt, eine halbe Stunde habe ich sie bekommen. Aber ich war wieder hellwach. Jetzt sollten wir erstmal sagen, was das ist. Mann. Es ist ein Zweierset UV-Insektenfänger bzw. Vernichter. Ich habe so einen UV-Insektenvernichter bei mir in der Wohnung installiert. Und es ist unglaublich hilfreich. Zweierset, einfach in die Steckdose, angenehmes Nachtlicht, das muss man dazu sagen. Und die kleinen Stechmücken, die fliegen da rein und sind dann eben Geschichte. Und was Carsten noch erzählt hat, er hat mal so eine gesehen und hat gleich mal draufgehauen. Frisch gestrichene weiße Raufasertapete ist da jetzt so ein bisschen mit rotem Muster versehen. Ja, ich muss, also bei Gelegenheit muss ich noch mal drüber. Ein bisschen Farbe habe ich noch, ich muss aber nachstreichen. Aber also die Riesensauerei, das heißt, das blöde Mückenviech hat also dann schon ihren Imbiss gehabt. Das habe ich natürlich nicht gesehen und patsch war der rote Fleck drauf. Sie kennen es auch mit den typischen Zeitschriftenstreifen. Ja. So, also da kommen natürlich auch noch Krankheiten dazu, die solche Tiere übertragen können. Das soll man nicht unterschätzen. Also unterschätzt man häufig, dass sie eben Krankheitsüberträger aus sind. Sie sind nicht nur lästig, sondern auch Krankheitsüberträger. Hans K. aus Hildesheim schreibt, es geht nicht einfacher, die Stechmücken vom Stechen abzuhalten. Auch Krankheiten sollen sie angeblich übertragen. Im Süden ist dieses Gerät noch wichtiger. Daher kommt es auch in jeden Urlaub mit. Also ja, natürlich im Hotelzimmer auch einfach mal reinmachen. In allen geschlossenen Räumen darf man das verwenden. Und dann hat man eben beim Schlafen Ruhe. Vielleicht auch die Kinder schützen. Zweierset für 5 Euro ist der Wahnsinn. Und hier steht, bis 20 Quadratmeter Räume würde das abdecken. Die Bestellnummer ist die NX1387 und die 569. Übrigens, der Stromverbrauch, den können wir vernachlässigen. Der ist hier gerade mal bei 1,5 Watt. Und ich höre gerade, unsere LCD-Schreibtafel ist zu Recht auch so ein Job schon sehr stark nachgefragt. Unter anderem hat der Wilfried zugeschlagen. Ja. Aber der mit der Pearl-TV-Familie, der bleibt bei uns. Der bleibt bei uns. Liebe Zuschauer, auch hier können Sie gerne mehrmals zugreifen, wenn Sie das möchten. Wenn Sie also hier die 20 Quadratmeter Raumgröße dann auch gerne ausnutzen möchten, aber mit 2 oder mit 3 Geräten oder auch andere Räume damit versorgen möchten, bis zu 5-mal das Zweier. Kinderzimmer ist ganz wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres als Kinder, die immer sich kratzen. Was hast du? Ich habe dir gegenüber einen entscheidenden Vorteil. Den möchte ich dir aber nicht verraten. Ich verrate sie vielleicht nach der Sendung. Es liegt an deinem Stuhl. Nein, es ist sehr leicht. Es liegt an der Perspektive. Ja, genau. Es liegt am Karma, sag's ruhig. Nein, wir haben einen kleinen Wettkampf hier untereinander, wer den Preisalarm reindrückt. Wir wissen natürlich nicht, wann der kommt. Carsten liegt, glaube ich, 179 zu 3 vorne. Ich liege deutlich vor. Also das hat was mit der Perspektive zu tun. So, wir haben hier einen Card-Reader mit USB 3.0. Für SD-Karten und Micro-SD-Karten. Das macht natürlich Sinn. Nicht jedes Gerät hat einen Kartenslot, um SD-Karten oder Micro-SD-Karten zu lesen. Deswegen machst du auf einer SD-Karte ganz einfach einen USB-Stick. So einfach geht das. Packst die SD-Karte, die Speicherkarte, also ganz einfach in diesen Stick rein, hast den USB-Anschluss und kannst ihn jederzeit am Laptop oder am Rechner andocken. Das heißt, für Highspeed-Datenübertragung rasend schnell ist USB 3.0 bis zu 4,8 Gigabit pro Sekunde. Das heißt also auch große Datenmengen, viele Musikdateien oder viele große Fotodateien und so weiter kann man damit hervorragend und schnell übertragen. Auch auf Geräte, die eben keinen SD- oder Micro-SD-Karten-Slot mit dabei haben. Bis 128 Gigabyte geht das. Ja, wir haben ja viele, viele Kameras bei uns im Programm, die haben alle eine SD-Karte. Ob das jetzt eine Überwachungskamera ist, eine Spycam, die können Sie alle hier reinstecken und damit ganz einfach auf Ihren Computer übertragen, damit Sie die auf sozialen Medien teilen können, vielleicht eine DVD brennen, was immer Sie damit machen wollen. Oder wir haben MP3-Spieler, die auf Micro-SD ihre Musik speichern. Um das zu machen, müssen Sie ein SD-Lesegerät haben. Und die zweite Anwendung dafür ist natürlich nicht nur das Lesegerät, sondern dass SD-Karten ja so preiswert sind vom Speicher, dass du das tatsächlich hier als USB-Stick benutzen kannst. Ne? So 128er-Karte hatten wir heute in unserer Spycam. 22 Euro. Ja, 128 Gigabyte. Ja. Ne? Ja. Und für den Preis kann man hier eben ganz preiswert einen USB-Stick mit riesengroßen Speicher sich besorgen. Finde ich irre vom Design her und die verschwinden hier auch richtig drin.
ausgesprochen praktisch. Sehr, sehr schön. Übrigens schreibt der Helmut aus Görlitz, ein super Gerät, sehr zuverlässig und auch noch USB 3.0, was einen schnellen Video- und Bildtransport herstellt. Wir würden es immer wieder kaufen und jedem empfehlen. Einfach nur klasse. Und BTX und Internetmagazin, das Mozart-Turm, so heißt es hier, schreibt ein Schnäppchen mit 5 von 5 möglichen Sternen. Jetzt sind Sie dran, liebe Zuschauer. Sie können doch gerne hier bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen mit der Bestellnummer PX3934 und der 569. PX3934 und der 569. Aber eine schöne Geschenkidee für die Computerfans unter Ihnen, für die, die vermeintlich schon alles haben, ist das mit Sicherheit eine tolle Ergänzung. So, jetzt würde ich sagen, ich passe jetzt mal. So, hier. Okay, da seht ihr. Jetzt habe ich gewonnen. Jetzt habe ich gleich mal den Wind aus den Segeln genommen. Ja, das steht nicht, weil ich noch nicht so weiß. Es liegt an der Perspektive. Aber jetzt schauen wir. Preisalarm heißt für Sie unglaubliches Produkt, aber maximal ein Stück pro Besteller. Was haben wir denn? Der Janssen hat uns gerade abgelehnt. Ich weiß es. Stabanzünder. Ein Stabanzünder-Feuerzeug mit USB-Anschluss. Mit einem, wie heißt das, Flammenbogen, ne? Mit einem Lichtbogen. Nicht Flammenbogen. Beste Flamme, das ist Feuerzeug. Das ist es ja nicht direkt. Und das gefällt mir, weil es 100% elektrisch ist. Und wenn Sie bei Diana mal drauf schauen, Diana einfach mal das Knöpfchen drücken, dann sehen wir oben den Lichtbogen. Und damit kann man natürlich jetzt Kerzen anzünden oder ähnliches. Es ist sturmfest und vor allem das, was die Autoindustrie noch nicht ganz geschafft hat, 100% elektrisch. Kein Gas, kein Benzin, nichts, sondern es wird geladen wie ein Smartphone. Und was ich hier schön finde, Stabfeuerzeuge nehmen immer viel Platz weg. Aber das ist ja zusammenfaltbar. Schau mal. Ja. Klappbar, deswegen habe ich auch nicht gleich erkannt. Mhm. Ihr müsst mir einen Gefallen tun, nur um meine Kollegin zu ärgern. Auf drei, sagen wir alle drei oder alle vier zusammen. Lichtbogenfeuerzeug. Also, kommt mal, Achtung. Ingo. Oh, nee, nicht zünseln. Nein. Das, so. aber für Kerzen, die Licht. Pass auf, auf drei sagen wir alle zusammen Lichtbogenfeuerzeug. Also, eins, zwei, drei. Lichtbogenfeuerzeug. Du fehlst, Diana. Sag mal, Lichtbogenfeuerzeug. Lichtbogenfeuerzeug. Ja, perfekt, Mensch. Perfekt. Von wegen, man kann alle drei zusammen nicht verstehen. Was soll das denn? Ich finde diese Technik unglaublich toll. Ja, weil du bist auch auffällig davon, wenn es, ich habe ja so eins zu Hause, ich habe übrigens nicht für Kerzen oder für Zigaretten. Ich habe so ein Stabfeuerzeug für meinen offenen Kamin. Wenn ich den anzünden will, ich habe ja immer so einen Anzünder drin. Ja. Wenn ich das mit einem normalen Feuerzeug mache, habe ich mir, glaube ich, 10-mal den Daumen verbrannt. Ja. Mit einem Stabfeuerzeug geht das und es geht eben auch mit so einem Lichtbogen-Stabfeuerzeug. Ja. Aber für 5 Euro ist das natürlich sensationell. Sieht auch schick aus, finde ich. Sieht auch super schick aus. Liegt richtig gut. Klappfeuerzeug. Lichtbogen-Klappfeuerzeug. Lichtbogen-Klappfeuerzeug. Mit USB-Anschluss für 80 Zündungen. Das heißt, Sie stecken das einfach in Ihr USB-Ladegerät und haben 80 Zündungen. Kein Gas, kein Benzin, keine Feuersteine und auch kein Wegwerfen mehr. Wegwerffeuerzeuge sind out. Die gehen eine Weile, sind hässlich und sehen billig aus. Das sieht toll aus und gibt Ihnen immer Feuer. Und eigentlich ist es auch umweltschonend, weil du es ja immer wieder laden kannst. Schauen wir mal auf karl.de zum regulären Preis. Premium-Serie, 14 Euro für Sie jetzt im Preisalarm, 5 Euro. Und da würde ich sofort zugreifen. Denken Sie dran, Preisalarm, maximal ein Stück pro Besteller. Maximal ein Stück pro Besteller, weil es der Preisalarm ist, aber trotzdem nur 5 Euro. NX9614569, hier sehen Sie es nochmal in Nahaufnahme, ein super Feuerzeug. Und gerade diese Stabform ist natürlich praktisch, wenn man mal in so ein Windlicht rein muss oder irgendwo, wo man also sonst gar nicht so richtig hinkommt und sich mit normalen Feuerzeugen immer die Finger verbrennt. Immer die Flossen. Ich kenne das auch, diese Startfeuerzeuge sind eine große, große Erleichterung hier eben nochmal in dieser eleganten Form. Wie gesagt, die sehen nicht billig aus und die muss man nicht wegwerfen. Man lädt sie einfach wieder auf, wenn sie alle sind, an einem x-beliebigen USB-Ladegerät. NX9614569 bitte nur einmal bestellen, weil es unser Preisalarm ist. Wenn Sie etwas sehen, rufen Sie sofort an. Wir haben eine gebührenfreie Telefonnummer. Und wenn Sie mehrmals anrufen, wir sammeln all Ihre Bestellungen über den ganzen Tag und Sie brauchen nur einmal Versandkosten zu bezahlen. So, ist ihr wieder buzzern. Ich hatte meinen Preisalarm. Ach, ich bin jetzt beleidigt, glaube ich. Ich buzzer jetzt mal ganz listlos. So.
eine türkise Box. Dankeschön. Türkis. Das heißt Tiffany-Farbe. Das ist eigentlich mehr so grau-blau-grün, oder? Diana, du und ich, wir werden nie einig über Farben. Also das ist jetzt etwas, was hier unglaublich viel Geld sparen kann. In der Tat. Das ist wir haben es letztens gelernt, ein Marderschreck. Ein Marderschreck? Marderschreck, ganz genau. Den baust du ganz einfach in den Motorraum deines Autos. Aha. Und dann hast du diese Problematik, die man hier aus ländlichen Regionen wahrscheinlich eher kennt als aus der Großstadt. Das Problem mit den Mardern weg. Die suchen sich immer ein schönes, gemütliches Plätzchen und nisten sich dann ein. Und bei dieser Gelegenheit fressen sie natürlich, oder knabbern sie ganz gerne mal an den Kabeln im Auto, im Motorraum rum. Und das kann natürlich zu erheblichen Schäden führen. Nicht nur, dass es ärgerlich ist, wenn da morgen dein Auto starten möchtest und es kommt nichts. Es kann natürlich auch zu erheblichen Schäden führen, wenn man dann in die Werkstatt muss, um Reparaturen durchführen zu lassen. Hat jemand von euch schon mal einen Marderschaden? Nein, nee, zum hast Glück du mal einen gehabt? Ich habe mal einen gehabt. Aber pass auf, gute Nachricht, die Versicherung zahlt den Schaden. Ja? Mhm. Schlechte Nachricht, nur den Schaden, den der Marder gemacht hat. Ich hatte einen Turboschlauch, der wurde vom Marder zerfressen. Den haben sie bezahlt, der hat auch 100 Euro gekostet. Mhm. Aber der Turbolader, der dadurch kaputt ging, dass der Schlauch nicht mehr funktioniert hat, den habe ich selber zahlen müssen. Ja. Ja? Also es ist unglaublich viel Ärger und auch teuer. Und das nennt sich übrigens Kfz-Ultraschall-Marderabwehr in Hochfrequenz, also Ultraschallbereich mit 29 Kilohertz. Und dann in einer Lautstärke, die für uns zum Glück nicht hörbar ist, aber 180 Dezibel. Und damit vertreibst du eben die kleinen, putzigen Kerlchen. Wir hören übrigens gerade, dass unser PF, unser Purple Fuffi, der Staubwedel mit den 2,80 Meter Länge, schon sehr stark nachgefragt hat. Unter anderem Rosemarie hat zugeschlagen. Ja. Tolles Gerät, Rosemarie. Sie werden viel Spaß damit Rosemarie, haben. Rosemarie, wenn sich jemand fragt, was das ist ein Purple Fuffi. Purple Fuffi, sowas. Ja. Okay. Aber das hier ist vielleicht noch viel wichtiger. Nette kleine Marder, wenn man sie sieht, aber im Auto möchte man sie nicht haben, wehren Sie sie ab. Und wer einmal von Ihnen so einen Marderschaden hatte, weiß, wie teuer und wie ärgerlich sowas sein kann. Die lieben diese Drähte und gerade wenn der Motor noch warm ist, das lieben die, dieses Gummi, was um die Drähte rum ist. Es geht aber oft auch ums Revierverhalten. Wenn mal ein Marder drin war, dann kommt der nächste und will auch sein Revier markieren. Lass mich da nicht mehr ins Auto? Nee, die wollen ihr Revier markieren und das machen sie auch mit, eben, wenn sie ein bisschen rumnagen. Also, Bestellnummer NX5959 und die 569. Und auch wenn Sie vielleicht mal vom Nachbarn gehört haben, dass da der Marder drin war, dann ist er ja nicht weit weg von Ihrem Auto. Dann macht es Sinn, das einzubauen. Also, man möchte nicht der Nächste sein. Wenn man das so hört, ich möchte wetten, der Turbolader war um ein Vielfaches teurer als dieser blöde Schlauch. Der ist schon kostspielig. Aber das kann ein ganz schön teurer Spaß werden. Und vor allen Dingen ist es ärgerlich. Sie müssen nicht nur Geld bezahlen, Sie müssen tagelang aufs Auto verzichten, wenn es in die Reparatur muss und. Sorgen Sie lieber vor. Es sind ja so viel elektrische Sachen in Autos heutzutage. Ne? Na klar. Die müssen das auch erstmal finden, ne? Ja, sicher. Was das dann ist. Und wahrscheinlich merkst du es gar nicht, wenn dein Rücklicht nicht geht oder sowas. Ja, genau. So, liebe Zuschauer, wir machen weiter in der 5-Euro-Megashow mit unserer großen Schnäppchenjagd. Sie können gerne bis zu 5-mal pro Besteller, pro Artikel zugreifen. Und viele nutzen natürlich auch die Gelegenheit, hier mal günstig nochmal so einen Schnapper mitzunehmen, wenn man nämlich hier so knapp an die 150 Euro rankommt und vielleicht noch 2-3 Euro bis zum Porto und kostenlosen Versand nur noch übrig hat, nutzen viele die Gelegenheit, hier nochmal einen kleinen Schnapperartikel mitzunehmen, um die 150 Euro voll zu machen, denn dann liefern wir Porto und Versandkosten frei. Das habe ich mir am Wochenende im Baumarkt gekauft für 22 Euro. Das denke ich mir. Aber einen Duschkopf, genau so einen Duschkopf. Der auch hier unten, der sieht genauso aus. Der hat auch hier unten diese Regelung, dass man verschiedene Duschprogramme einstellen kann. Ja. Im Baumarkt. Ohne Quatsch. Den ich glaube, Diana lacht sich gerade aus. Hm? Ja, Diana möchte dir, glaube ich, was sagen. Ja? Lieblingsmensch. So. Ja. Lieblingsmensch. Ich glaube, ich gebe dir meine Dusche hier. Also es ist ein Duschkopf. Geduld ist eine Tugend, Herr Richter. Aber der ist doch viel, viel größer als normal, oder? Das ist ja schon so ein XXL, oder? Also ich habe einen kleineren. Lass mich gucken. Also wir haben 60, Moment, wir haben 5 Strahlarten. Rainshower, Massagestrahl, Nebelstrahl, Massagestrahl. Rainshower, Massagestrahl, Nebelstrahl, Massagestrahl mit Rainshower und Nebelstrahl mit Rainshower. Diese Regendusche, diese dicken Tropfen, äußerst angenehm. Das ist übrigens auch vom Sprudelfaktor. Also wenn du Shampoo und so weiter benutzt, wird das wesentlich schäumiger. 60 Silikon-Antikalkdüsen für Rainshower und 20 Düsen für Massage und Nebelstrahl. Du wolltest wissen, ob er extra groß ist. Der ist extra groß. 11,5 Zentimeter vom Durchmesser und damit ist er dann doch in der Regel 1,5 bis 2 Zentimeter größer. Das ist gesehen, die haben es als Mikrofon benutzt. Also wir hätten jetzt einen Wasserschlauch anschließen sollen. Und dann immer noch so gesungen. Da hätten wir dumm aus der Wäsche geguckt, aber sauber. Ingo, diese Anti-Kalk-Funktion, die finde ich klasse. Wenn du mal die kleinen Noppen anschaust, wenn da wirklich mal Kalk ist, und das ist ja fast in jeder Wohnung, hast du das ganz einfach, gereinigt. Und Diana, sehen wir gerade, benutzt diesen Duschkopf zu Hause auch zum Duschen. Und zahlen Sie nicht 22 oder 30 oder 40
20 Euro, 5 Euro für einen neuen Duschkopf. Das ist ein Hammer-Schnäppchenpreis. Und da behaupte ich wieder mal, gibt es nur bei Pearl TV in der 5 Euro Überraschungsshow. Das ist richtig. Also so einen Stapper mal für 5 Euro abzugreifen, bis zu 5 Mal können Sie gerne zugreifen. Auch an die Freunde, Bekannten, an die Kinder denken, die vielleicht ausgezogen sind. Da wird Dusch noch richtig zum Erlebnis. Ein sehr, sehr schöner Multifunktions-XL-Duschkopf mit der Bestellnummer NX5656. Mhm. Und die 569 NX5656. Und die 569, vielleicht den ollen Duschkopf zu Hause, mal ganz einfach rausschmeißen und einfach mal was Neues dran packen. Für 5 Euro vergibst du dir nichts. Und ich glaube, mit den 5 einstellbaren Funktionen eine richtig tolle Variante. Ich persönlich mag diese Rain-Shower-Duschen. Ja, das ist sehr, sehr angenehm. Ja, das ist so entspannend. Ich dusche ja immer morgens und das ist für mich Entspannung zu duschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gerade mit diesen verschiedenen Programmen können Sie genau die Wellness-Oase zu Hause haben, schon morgens beim Duschen. Die 5 Euro Wellness-Oase, die 5 kriegst Euro du noch von Pölte. Oder bei mir in meinem Fall 22 Euro, aber da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Ist echt wahr, habe ich mir am Wochenende gekauft im Baumarkt. Ja. Könntest du doch eigentlich nochmal zurückbringen? Du hast doch 14 Tage Rückgaberecht. Ist schon eingebaut und benutzt. Der ist schon eingeduscht. Also, okay, gut. Da sind die ein bisschen kleinlich. Der ist schon eingeduscht. Wenn du ein bisschen cleverer. Wenn du nass zurückbringst, wollen die den nicht mehr. So, das ist ein Dosenöffner. Und zwar nicht irgendeiner. Das ist ein Dosenöffner, um Dosen im Anschluss, nachdem man sie geöffnet hat und nicht ganz leer gemacht hat, wieder verschließen kann. Und ich finde ihn absolut fantastisch. Ich hatte den schon 2-3 Mal in der Hand hier. Aha. Und habe definitiv also vor, mir den zu bestellen. Ich finde den wunderschön. Und der ist so praktisch. Weil wie viele Dosen hat man, die man vielleicht nicht komplett verbraucht? Man hat jetzt hier ganz einfach mal eine Möglichkeit, den Deckel wieder drauf zu machen. Und man schneidet sich nicht, kommt auch noch oben drauf. Wovon ja, und das ist wirklich von Dosenobst gesprochen. Keine scharfen Kanten. Ich habe kein Dosenobst benutzt. Egal, was man aufmacht. Also ich glaube, Dosenobst benutzen doch viele. Ja, da ist es perfekt. Aber egal, was für eine Konservendose. Ich glaube, jeder, der mal eine aufgemacht hat, hat sich auch schon irgendwann mal in die Finger geschnitten. Ja. An sogar, der Dose, nicht am Dosenöffner, an der Dose. Also das passiert hier nicht. Du kannst dich aber nicht mal am Dosenöffner schneiden. Der ist absolut sicher. Hat einen super Griff, mit dem man auch richtig gut drehen kann. Ich hasse diese, die kennen Sie auch, die rein aus Metall sind, wo man den Daumen immer so in die Haut einschneidet und man richtig fest drehen muss, weil die keine Hebel haben. Das ist ein richtig, richtig toller Dosenöffner. Ja. Ist mir aber auch schon aufgefallen, dass wir also hier den extra langen Griff haben. Und hier wird die ganze Zeit von Ingos Kuchen gesprochen. Ich habe heute einen Kuchen mitgebracht und die Regie versucht dauernd zu sagen, aber er hat keinen Dosen. Zeig doch mal den Kuchen. Den können wir gerne mal zeigen. Also vielleicht waren Sie in der 5-Euro-Show dabei. Den kann man natürlich mit Dosen aufmachen. Das war so lecker. Mit echten Äpfeln. Selber gezogen. Aus dem Garten. Alles. Aber ich habe hier einen Kundenbeitrag von Ilona und jetzt geht es wieder um unseren Dosenöffner. Sehr, sehr hervorragend, weil der Dosenöffner nicht in die Dose schneidet, sondern den Rand aufbörtelt. Ja. Keine Verletzungsgefahr und wieder verschließbar. Ich benutze es übrigens für Katzenfutter. Oben ist ja beim Katzenfutter immer diese Schnelllasche. Ja, aber die benutze ich nicht mehr, weil ich brauche ja nicht die ganze Dose. Und dann gehen immer Fliegen dran. Ich drehe sie um, mache den Boden mit diesem Dosenöffner auf und kann das dann wieder verschließen. Ja. Und ich habe eben auch keine scharfen Kanten. Ja, vor allem diese, man so abzieht, das schmottert ja dann auch immer gleich in alle Richtungen. Wenn er dann abgeht, finde das furchtbar. Tomatenmark in Dosen. Die Bestellnummer ist die NX4798 und die 569. Hast du eigentlich gesehen bei deinem Kuchen, dass Ann-Christine 3 Stücke geholt hat? Ja. Was? Ja, 1 offiziell und 2 heimlich. Ja. Also er war richtig gut, der Kuchen. Wir müssen Ingo loben. Das kam übrigens hier aus der 5-Euro-Show. Da hatten wir uns einen Kuchen und ich glaube eine Waage. Und ich sag schon, seit einem halben Jahr, dass ich gerne backe. Und du hast gesagt, Ich habe noch nie einen Kuchen von dir gegessen. Dann habe ich dir versprochen, dass ich einen mitbringe. Ja. Heute ist es passiert. Sie haben das Bild gesehen. Möchten Sie auch einen Kuchen von Ingo? Dann schreiben Sie uns an redaktion@pearl.tv. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, Ingo. Jetzt kann es richtig stressig werden für dich. Ich. Wem ist das rote Mofa? Ich. Wem ist das rote Mofa? Was ist das? Das ist ein Glühbirnenchecker. Und das ist unglaublich praktisch. Ein Lampentester, ein Lampenchecker für alle gängigen Fassungen von EC bis E27 Sockel.
und Lampen mit Anschlusslitzen. Ihr müsst mir gleich mal erklären, was Anschlusslitzen das sind. Das sind diese LEDs, die nur so einen Stab unten haben. Weißt du, die zwei Stäbe haben, die du so in diese Fassung reindrücken kannst. Ah, okay. Wieder was gelernt. Anschlusslitzen. Das ist ein Gerät, das haben die immer wenn in Baumärkten oder irgendwo, wenn sie Birnen verkaufen, da stecken die nochmal rein, um zu sehen, dass die auch wirklich gehen. Ja. Das kannst nicht du in den Baumärkten, in denen ich einkaufe. Das ist der Service-Einsatz. Habe ich noch nie gesehen, echt? Ehrlich nicht? Nee, das ist also neben der Kasse eigentlich. Finde ich auch so. Das scheint ja völlig normal zu sein. Beim Kassieren wird die aus. Es gibt natürlich diese 12er Packs, da machen sie es nicht. Aber wenn du einzelne LED oder Glühbirnen gibt es ja fast keine mehr. Aber die packen das aus, machen es in Tester. Und es gibt auch in jeder Lampenabteilung so einen Tester, der hängt an der Wand. Ja. Ja? Und dann kannst du selber noch mal testen, bevor du es kaufst. Habe ich auch noch nie gesehen. Meistens haben die Leute ja viele, viele Glühbirnen irgendwo im Keller. Und dann rutscht schon mal eine rein, die kaputt ist, beziehungsweise die halten ja auch nicht ewig. Hier kann man die selber testen, bevor man die Leiter geholt hat, die ganz oben irgendwo in eine Deckenlampe eingeschraubt hat, dann runtergeht und den Lichtschalter anmacht und man merkt, die Birne ist wohl kaputt gewesen. Hier kann man vorher testen, ganz, ganz wichtig. Sinn. Und auch mal ausmisten. So, der Pablo bei uns herrscht ja Ordnung, ne? Disziplin. Ja, natürlich. Ja. Das hilft, Ordnung zu schaffen mit ihren Glühbirnen. Birnen. Hast du die Ironie in diesem Satz erkannt? Ja, ja, aber sag uns bitte, was Pablo schreibt. Also der Pablo aus Singe, der schreibt uns, die Ironie, die Disziplin dieser beiden ist nicht weit erwähnenswert. Nein, er schreibt uns mit diesem... Hast du den Kuchen gesehen? Ja, das stimmt wohl. Mit diesem Gerät könnten auch Nicht-Elektriker problemlos ihre Birnen prüfen. Die Feststellung, ob Birne oder Lampe defekt ist, kann jeder Besitzer selbst prüfen. Und der Lars aus dem schönen Leverkusen schreibt, wer einen Glühbirnentester braucht, ist mit diesem hier mehr als nur gut bedient. Jetzt sind Sie dran. Die Bestellnummer ist die PX7141 und die 569. PX7141 und die 569 für unseren Glühbirnentester von E10 bis E27 sockelt und Lampen mit, ich finde das Wort so schön, Anschlusslitzen. Anschlusslitzen, ja. Anschlusslitzen. Hast du das noch nie gehört? Habe ich noch nie gehört. Doch, das gibt es also nicht nur bei Birnen, das gibt es auch. Wer passt von euch? Wir gehen aufs letzte Drittel zu. Für Sie nochmal der Hinweis. Ganz am Ende der Sendung haben wir ein Produkt, wir wissen nicht was, nochmal halbiert für halbe 5 Euro nach Adam Riese. Ich hole mal kurz den Taschenrechner für 2,50 Euro. So. Wenn ich da was haben wir jetzt? Das sieht ganz interessant aus. Und ich sitze neben dir. Das müsste eine Funkklingel sein, oder? Gibst du mal weiter? Eine Funkklingel? Ich denke mal, ja. Jetzt muss ich nur schauen. Behalt mal den Druck. Die gehört da dazu, ja? Komm rein. Ich habe jetzt einfach den Dorn? Nein. Das ist ja cool. Wow, aber ich finde, also wir haben verschiedene Funkklingeln, aber das Empfangsteil finde ich jetzt wirklich wie eine Hausklingel. Das sieht unglaublich stilvoll aus, aber ist Funktechnologie. Ja? Du kannst drücken. Aber welche Reichweite haben wir denn hier, Herr Richter? Wie viel was? Welche Reichweite haben wir denn hier? Wir haben eine Reichweite von 80 Meter im Freien. 80 Meter? 80 Meter. Und da macht es eben Sinn, hier zum Beispiel Garten draufzuschreiben auf diese Klingel und die Klingel dann eben hinten im Garten anzubringen. Weil aber man kann Garten schreibt man, glaube ich, nur drauf, wenn man Garten heißt. Da schreibt man Meier, Müller oder Richter drauf. Ja? Man bringt zwar im Garten an, aber draufschreiben falls keine tut man es Antwort, nicht. Bitte hier klingeln, schreiben Sie drauf, was Sie wollen, wenn Sie im Garten sind. Wenn es die Funktion erfüllt, dass Sie dann tatsächlich die Klingel auch hören können, das ist nämlich das Problem. Ich war am Wochenende im Garten, hab Besuch gekriegt und habe es nicht gehört. Die haben uns dann auf mein Handy angerufen. Jetzt angenommen, du würdest sie im Keller anbringen. Schreibst du doch auch nicht Keller drauf, du schreibst deinen Namen drauf. Ich werde draufschreiben, alle dürfen klingeln außer Reif. Was habe ich denn damit zu tun? Ich halte mich doch aus der Diskussion komplett raus. Aber ich finde das klasse. Also ohne Elektriker, ohne Kabel verlegen, eine Klingel installieren, das können Sie auch. Und günstiger kann es nicht werden als 5 Euro. Also ich weiß nicht, wie wir das machen, aber so ein System für 5 Euro, der Wahnsinn. Ja. Kabellos. Sie brauchen keinen Elektriker kommen zu lassen und ganz einfach mal hier an die Wand anbringen oder kleben. Im Schrebergarten natürlich auch, überall, wo keine Klingel ist. Ist das lang genug, dass man Schrebergarten draufschreiben kann? Also wenn Sie Schrebergarten oder Garten im Allgemeinen heißen. Aber ihr dürft bei mir nicht klingeln. Bei dir auf der Klingel steht Richter. Ich war schon da, ich habe geklingelt. Ja. Da steht nicht Garten drauf. Deswegen habe ich es ja auch nicht im Garten. Also okay, gut. Es hat ein großes Schriftfeld, wo Sie raufschreiben können, was Sie wollen. Sag uns doch die Bestellnummer, Ingo, komm. Die Bestellnummer hier für unsere Funktürklingel ist die PE4649569. Ausgesprochen praktisch, weil man keine Drähte braucht und eben eine Klingel anbringen kann. Ganz, ganz einfach, kann man jeder selber machen.
hier unsere 5-Tür-Klingel, batteriebetrieben, PE4649. Natürlich auch, wenn man hilfsbedürftige Angehörige hat zum Beispiel, diese Klingel einfach neben das Bett oder in deren Zimmer stellen. Und dann haben sie diese Klingel unten meinetwegen angebracht, bei sich in ihrem Wohnraum und hören immer, wenn Hilfe gebraucht wird. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein cleverer Ansatz. Ja. So, Herr Garten, würden Sie mal bitte passen. Herr Garten, Herr Janssen, Herr Keller. Ja, Janssen darf nicht klingeln. Ich bin der Herr Keller, genau. Den Namen Keller halte ich noch für realistischer als den Namen Garten. Keller steht öfter auf Stille als Garten, Kellergarten. 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 Oh, das ist doch mal gut gegangen. Frau Stolper. Oh, das ist auch was ganz Wichtiges. Was extrem Wichtiges. Batterien, ja. Oh, ein Komplettset. Ja. Ein Komplettset, ja. Das ist ganz selten, dass wir es hier in der 5-Euro-Show haben. Und unerhört der Preis sowieso. Da sollten Sie zuschlagen, weil das eben Ihre Grundausstattung für alle Batterien ist. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sie kriegen 32. Die Doppel-A, das sind 32. Die großen von den Kleinen. Die Triple-A, das sind die Kleinen von den Kleinen. Und diese? Knopfzellen. Jede Menge Knopfzellen. So, und jetzt erzähle ich euch gerade eins zu Knopfzellen. Carsten weiß es, ich habe jede Menge Uhren zu Hause und ich habe eine neue Knopfzelle für eine Uhr gebraucht. Ja. Ich habe für diese eine einzige Knopfzelle 3,99 Euro bezahlt. Ja. Und wenn du es wegbringst zum Uhrmacher, zum Wechseln, zahlst du meistens noch wesentlich mehr. Und hier haben wir allein 12 Knopfzellen. Die gängigsten sind dabei. Also die CR sind die oft genannt. Die CR32 dürfen die häufigsten sein, aber auch 2032, 2025, 2016. Aber eben die, die am häufigsten verwendet werden für Fernbedienungen, Uhren, oftmals auch Kfz-Fernbedienungen, sind auch mit Knopfzelle betrieben. Ja. Ja. Wenn du die in die Werkstatt bringst, sag, mach mir eine neue Knopfzelle rein, dann zahlst du ein Heidengeld. Ja. Hier kriegst du die einfach mit dazu. Ich kenne die aus diesen LED-Lampen. Ich habe so drei so kleinere LED-Lampen, so LED-Leuchten. Da kommen nicht die normalen Batterien rein, sondern diese kleinen Knopfzellen hier. Da passen die auch hervorragend rein. Also Sie sehen, es gibt unzählige Möglichkeiten, wo man solche Batterien unterbringen kann. Sie werden definitiv auch reichlich Gerätschaften zu Hause haben, die man eben batteriebetrieben benutzt. Und deswegen wissen Sie auch, dass natürlich ausreichend Batterien nie ein Fehler sind, wenn man die zu Hause hat. Das ist ganz einfach mal ein schönes Set mit 32 Stück. 10-mal Doppel-A, 10-mal Triple-A und insgesamt 12-mal die Knopfzellen hier ganz einfach mal in die Schublade legen. Dann hat man immer mal eine zur Hand, wenn man mal eine braucht. Lieber eine haben und keine brauchen, als eine brauchen und keine haben, denn dann kann es richtig teuer werden. Diana, hast du schon mal eine Batterie gebraucht und hast du am Wochenende dann eine Tankstelle gekauft? Ja, und ich habe 4 Set für 12 Euro gekauft. 4 Stück für 12 Euro, und das war günstig für Wochenende-Tankstellenpreise. Ja, also ich darf dich zitieren. gar nicht so weit kommen lassen. Holen Sie sich dieses Set. Die Bestellnummer ist die PX1677 und die 569er sind Sie eben für alle Eventualitäten gewappnet. Und so Doppel-A und Triple-A-Batterien, die braucht man sowieso laufend für Tastaturen, für Uhren, für Wagen, für Spielzeuge, für LED-Kerzen und so weiter und so fort. Und die Knopfzellen, die können wirklich ganz entscheidend sein, weil normalerweise hat ja kein Mensch Knopfzellen zu Hause. Oder Doppel-A oder Triple-A oder was, die hat man mal immer schnell mal irgendwo in der Nachbarschaft organisiert. Ja, das mag alles sein, aber so eine Knopfzelle ist wirklich also etwas schwierig. Und gehen Batterien immer aus am Wochenende oder abends. Ja. Und dann hängst Machst du da. Ab, Vorweihnachtszeit, LED-Kerzen, da brauchst du Dutzende davon. Da bist du froh, wenn du mal so ein, zwei Sätze jetzt hier in so einer 5-Euro schon bestellt hast. Stell dir mal vor, am Sonntag geht deine Batterie von der Fernbedienung aus. Da musst von deine, der Klingel, ja? Da, nee, von der Fernbedienung, vom Fernseher. Da muss deine Frau immer nach vorne laufen zum Umschalten. Ja. Gut, dass wir die Klingel nicht erwähnt haben. Wir Kinder mussten früher, also das werden die Jüngeren jetzt nicht verstehen, aber wir Älteren verstehen das, wir Kinder mussten nach vorne laufen und umschalten an den Fernseher. Richtig. Aber da gab es doch keine Fernbedienung. Ja, kenne ich auch noch. Wir hatten eine Fernbedienung mit Kabel sogar. Oh, das war die erste Fernbedienung. Jetzt haben wir hier eine 3-in-1 Bildschirmbrille mit magnetischem Sonnen- und Nachtsichtaufsatz. So. Jetzt muss ich gerade überlegen, was will mir das sagen? Also 3-in-1 Bildschirmbrille mit magnetischem Sonnen- und Nachtsichtaufsatz. Also Bildschirmbrille heißt ganz einfach, wir haben Blaulichtfilter. Das ist ein Blaulichtfilter. Das ist ganz wichtig. Schau mal, wie toll Diana damit aussieht. Aber jetzt gehen wir weiter. Bildschirm arbeiten, egal ob das Tablet ist oder auch der Rechner, Augen schon. Aber jetzt bist du im Auto unterwegs. Das ist die Nachtsicht, die bessere Kontraste schafft. Und wenn die Sonne dich blendet, und das ist jetzt gerade wirklich so, früh abends geht die Sonne unter. Ja, das heißt, man fährt tief oftmals gegen die tiefstehende Sonne, dann hast du hier ganz einfach eine Sonnenbrille. Und das Etui ist, glaube ich, auch noch im Lieferumfang enthalten. Sieht hier cool aus. In edlem Schutzetui. Ist ja voll so innen auch wieder dieser Look, ne? Wer ist denn Elwood von euch? Elwood? Wir sind die Blues Brother and Sister. Also die passen jeder, ja? Frauen, Unisex. Ja. Frauen. Ja. Und ich finde, die sehen echt gut aus. Da hat Ralf völlig recht.
Die Cordula aus Willstedt schreibt uns, ich hatte vor kurzem eine Augenoperation und bin sehr empfindlich gegenüber Licht vom Fernsehen oder vom Fernseher, der Sonne, Autoscheinwerfer und so weiter. So fand ich mit diesen Gläsern die ideale Lösung. Diese Brille ist sehr praktisch und fantastisch. Vielen Dank. Sehr gerne, liebe Cordula, und liebe Grüße nach Willstedt. Und der Ottmar aus Hildesheim schreibt uns, gute Verarbeitung und das 3-in-1-Feature ist sehr platzsparend und angenehm. Nutze die Brille beim Fahren sehr gerne. Und es stimmt wirklich, im Moment hat man tatsächlich das Problem mit dieser tiefstehenden Sonne. Wir wollen dich auch mal mit dieser coolen Brille sehen. Weil wir haben ja alle Brillengesichter, uns kennt man mit Brille. Moment. Oh, der Carsten auch, ne? Oh mein Gott, ne? Ich würde sagen Top Gun. Aber auch nicht nur Sonnenbrille, diese Bildschirmbrille würde ich wirklich jedem empfehlen, weil Blaulicht, dieses Blaulicht, was von Bildschirmen ausgeht, ist schädlich. Und zwar ganz einfach, weil es die körpereigene Hormonbildung von Melatonin mindert. Und Melatonin ist für zwei Sachen zuständig. Einmal für die Tiefschlafphasen, das heißt zu wenig Melatonin, dann schläft man nicht so gut. Und zum anderen für die körpereigene Krebsabwehr. Und auf die sollte man natürlich auch achten. Sonnenbrille, Nachtsichtbrille, alles dabei. Und sie sieht bei beiden, muss ich sagen, perfekt aus. Ich finde die sehr schön. Ihr wisst ja selber, dass ich über eine Brille nachdenke und auch definitiv eine brauche. Ich finde das. Das war genau dein Gestell, oder? Oder? Ja, finde ich. Die find ich das macht gut, dich so seriös, Carsten. Das bin ich gar nicht sonst. Das ist ja unglaublich. So, du bist ja ein ganz anderer Mensch. Mit Sonnenbrille, mit diesem Magnetmechanismus. Ja, zack. Das mit diesem Magnetmechanismus. Du bist auch seriös. Cool. Du bist immer seriös, Diana. Ja. Lässig. Disziplin muss sein. Lässig. Disziplin muss sein, genau. Ja, du siehst aus wie eine Oberlehrerin jetzt. Ja, Diana geht jetzt als Lehrerin durch, da hast du recht. Aber mittlerweile sind Brillen auch ein modisches Accessoire, dass sogar welche mit Fensterglas tragen, nur damit sie eine Brille haben. Ja. Also kann ich gut verstehen, wenn ich sehe, wie Diana es aussieht. Du sagst uns bitte noch die Bestellnummer, Carsten. Achso, vor lauter Begeisterung. Ganz schickes Etui noch dazu, Entschuldigung, hier sehen wir es gerade. Genau. Bestellnummer hierfür ist die NX8367 und die 569. NX8367 und die 569. Und auch hier kann man bis zu 5-mal zugreifen. Das heißt, Sie können Ihre ganze Familie damit ausstatten. Übrigens hat der Sonnenbrillenaufsatz einen UV-400-Lichtfilter. Eine sehr, sehr interessante Geschichte. Unverbindliche Preisempfehlung liegt hier übrigens bei knapp 40 Euro. Sie bekommen das Modell heute für 5. Das nenne ich mal einen richtigen Schnapper jetzt hier. Eine 3-in-1-Lösung mit Etui. So ein blödes Etui. Ganz reiß allein. Schon ganz 10, 15 Euro. Zuschlagen. Tolles Geschenk. Sehr cool. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Sind wir nicht so langsam, aber sicher schon im halben Preisniveau angekommen? Wenn das das letzte Produkt ist, ja, die haben das schon letzte Produkt. Egal, was da rauskommt, 2,50 Euro. Wir haben, und das kann jeder brauchen. Das haben wir bei uns auf dem Schreibtisch. Das ist richtig. Und zwar eine ganze Armada, würde ich sagen. Oh, sehr gut. Post-its, aber auch, guck mal, so große Notizzettel oder Merkzettel. Ich glaube, gerade bei Schülern und Studenten ganz wichtig, um wichtige Stellen zu markieren. Welche Farbe? Ich muss immer neben Diana sitzen, wenn wir den haben, weil ich immer beklebt werde damit. Das ist ein Haftnotizenspender inklusive 10 Meter Rolle und 80 Index Haftstreifen. Diese wichtigen Index Stellen werden markiert, also fühl dich geehrt. Ja, alles, wenn man, wo man unterschreiben muss. Ne? Das sind diese Markierer, die Sie auch von Dokumenten kennen, und natürlich diese Haftnotizen, diese gelben, die man ganz einfach überall rankleben kann, damit man nichts vergisst. Und das ist ja extrem wichtig. Und vielen Dank, Diana, dass du mich hier verschönerst. Davon kriegen Sie eine 10-Meter-Rolle von den gelben und 80 in der Kraftstelle. Das steht ja noch ein langer Abend bevor, bei 10 Metern. Viele kennen das vielleicht noch aus den Studienzeiten. Da werden ganz wichtige Sachen in Büchern werden markiert, damit man die auch schnell wieder findet. Ja. Und das ist natürlich die seriöse Nutzung. Und hier diese Post-its mit kleinen Hinweisen überall hinkleben. Genau. Ich glaube, das braucht jeder. Aber für 2,50 Euro. Ja, definitiv nichts. Ich habe einen Ordner, so ein Krimskrams-Ordner mit allen möglichen Informationen und Unterlagen drin. So, und jetzt war es irgendwann zu leid, immer wieder zu suchen, den ganzen Ordner durchzublättern. Deswegen habe ich mir solche farblichen Post-its besorgt. Hier. Auf dem einen steht jetzt Auto, bei dem nächsten steht Haushalt, bei dem dritten steht alte Kontoauszüge oder sonst was drauf. Jetzt muss ich also eigentlich nur an den Post-it ziehen und bin direkt an der richtigen Stelle im Ordner drin. Sie können natürlich auch mal Cowboy und Indianer spielen mit der Enkel. Oder hier einfach mal Kriegsbemalung. Wir haben wichtige Stellen markiert. Wichtige Stellen markiert. Okay. Warum sind die bei dir hellblau? Hat die Farbe was zu sagen? Hellblau ist tatsächlich, das passt hier zum Hemd. Das ist eine meiner Lieblingsfarben. Also das hat reine optische Gründe, sagst du. Rein optische Gründe. Würdest du mir mal die wichtigen Punkte bei Diana im Gesicht erklären? Die Nase. Jetzt wird es interessant. Oh, sie muss. Also mich interessiert der gelbe unterhalb des Kinns eigentlich viel. Das den hat sie selber drauf gemacht. Achso, da gehört eine Halskette hin. Hier muss man immer einen Lippenstift drauf machen. Aber ich finde es der Wahnsinn. Wo kriegst du heute noch was für 2,50 Euro? Und das ist einfach toll. 50. Und jetzt.
die Leitungen. Jetzt wird es richtig heiß, wenn sie nicht gleich durchkommen, telefonisch. Einfach in 2 Minuten nochmal probieren. Oder auch immer ausweichen aufs Internet. Da müssen Sie nur darauf achten, unter pearl.tv. Weil nur dort bekommen Sie dann auch den TV-Sonderpreis. Da aber können Sie übrigens auch immer sehen, was wir alles in den letzten 2 Stunden gezeigt haben. Genau. So, da gilt der Preis eben noch. Ne? Ja, so, und jetzt sagst du uns bitte die Bestellnummer noch. Das ist die SD33 82 569, unser letztes Produkt in der Mega-Überraschungs 5 Euro Mittwochabends Supershow mit uns hier. Hat riesen Spaß gemacht. SD33 82 569, unser 2,50 Euro Produkt. Das ist immer am Schluss dieser Sendung. Und das bedeutet, dass die Sendung leider schon vorbei ist. Die Zeit verfliegt immer. Ich hätte jetzt noch ein bisschen weitergekommen. So ist das nicht. Ja, wir hätten weitergekommen. Sie mit Sicherheit auch. Aber nächsten Mittwoch ist es wieder soweit. Haben wir wieder eine Stunde Schnäppchen für Sie. Aber jeden morgen Mittwoch 5 Euro schon. Morgen ist die 5-Euro-Show um 17 Uhr wieder. Aber bleiben Sie dabei. Wir haben noch andere tolle Produkte heute für Sie im Programm. Viel Spaß bei Pearl TV. Das war ein Vergnügen.